Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und vorab wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Sonntag, einen schönen Tag und ja, bleibt alle miteinander gesund. Wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Da berichtet BangkokPost.com heute am 10. Oktober 2021. Thailand verzeichnete in den letzten 24 Stunden 84 neue Covid-19-Todesfälle und 10.817 Neuinfektionen, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntagmorgen mit. Es gab 10.767 Fälle in der Allgemeinbevölkerung und 50 bei Gefängnisinsassen. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung. Thailandtipp.info mit Quellenangabe The Nation Thailand berichtet: Thailand wird 1,5 Billionen Thai-Baht verdienen, wenn Bangkok und vier Touristenprovinzen am 1. November wiedereröffnet werden können. Bangkok: Die Regierung hofft, Bangkok und einige Städte in vier Provinzen ab dem 1. November 2021 ohne Quarantänepflicht für Ausländer wieder öffnen zu können, sagte Regierungssprecher Thanakorn am Samstag, dem 9. Oktober. Thailand wird 1,5 Billionen Thai-Baht verdienen, wenn Bangkok und vier Touristenprovinzen am 1. November wiedereröffnet werden können, berichtete The Nation Thailand. Die Städte, die auf die Wiedereröffnung warten, sind Muang, Merim, Metheng, Doitao in Chiang Mai, Hua Hin in Prachuap Khirikan, Cham in Phetchaburi und Pattaya City, Bang Namung und Sattahip in Chonburi. Zitat: Diese Orte werden wiedereröffnet, sofern es bis zum 1. November 2021 keine weiteren großen oder ernsthaften Infektionscluster gibt, sagte er. Die anderen Bedingungen für die Besucher sind, dass sie vor der Ankunft vollständig geimpft und negativ auf Covid-19 getestet werden müssen, fügte er weiter hinzu. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet, wie gerade schon gesagt. Dann habe ich einen Artikel rausgesucht von derverlangen.com. Inlandsflüge nur mit Negativtest oder Impfung. Bangkok: Personen, die in Thailand einen Inlandsflug antreten möchten, müssen entweder vollständig gegen Covid-19 geimpft sein oder eine ärztliche Covid-19-Negativbescheinigung vorlegen, die nicht älter ist als 72 Stunden, bestätigte das Center for Covid-19 Situation Administration, kurz CCSA, der Presse. Zitat: Vollständig geimpft seien, Aussage des CCA, alle Personen, die mindestens zwei Dosen eines in Thailand zugelassenen Impfstoffs erhalten haben, mit Ausnahme des Vakzins von Johnson & Johnson, das nur eine Dosis für den vollständigen Impfstoff benötigt. Impfschutz, Entschuldigung. Personen, die nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, müssen eine ärztliche Negativbescheinigung, ATK oder PCR-Test vorlegen, die nicht älter ist als 72 Stunden vor Abflug. Alle Personen, die krank sind oder sich unwohl fühlen, werden dringend gebeten, auf das Reisen zu verzichten. Alle Airlines wurden zur Anpassung der Belüftungssysteme angewiesen. Zudem müssen sie sicherstellen, dass alle Covid-19-Kontrollmaßnahmen strikt befolgt werden. Fluggästen, die die Gesundheitskontrolle vor dem Boarding nicht bestehen, zum Beispiel im Fieberfall, kann das Besteigen des Fliegers verwehrt werden. Ja. Was sagt ihr zu den vorgetragenen Themen? Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Weitere Ortschaften sollen für den Tourismus ohne Quarantäne ab November geöffnet werden, unter anderem Pattaya mit dieser einen Woche Geschichte. Oft gefragt, oft beantwortet, aber ja, manchmal ändern sich ja doch die Sicht auf die Dinge, ändert sich manchmal bei dem einen oder anderen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das für euch mittlerweile von Interesse ist oder ob ihr wartet, bis das komplett alles aufgehoben wird mit der eine Woche an einem Ort bleiben Geschichte. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Und wie am Anfang schon gesagt, bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.